Hallo und herzlich willkommen zurück auf dem Channel von Mr. Fless von Mr. Fless Design. Ja, heute geht es weiter mit der 12. Bonusfolge. Ja, die ziehe ich mal vor. Die 11. Bonusfolge ist noch in Bearbeitung. Ist jetzt soweit vorbereitet. Da warte ich jetzt noch auf bestimmte Sachen. Das seht ihr dann später auch in der 12. Folge, beziehungsweise in der 11. Folge. Wir machen jetzt aber als nächstes erstmal die 12. Folge, die 12. Bonusfolge. Und in dieser Bonusfolge möchte ich einmal die ganzen Sachen schön noch an die Wand bringen, beziehungsweise noch zwei Racks bauen, um bestimmte Komponenten, die sehr sperrig sind, hier im Raum gut zu verstauen. Ja, ich habe hier schon mal einen Blick auf die beiden größeren Spielbretter, die nicht in die Brettspielvitrine hineinpassen. Einmal das Coquinol-Brett und das große Carom-Spielbrett. Da möchte ich eine Wandhalterung verbauen, entweder kombiniert für beide zusammen oder halt jeweils getrennt. Und zwar möchte ich das Coquinol-Brettspielbrett hier anbringen in einer angemessenen Höhe zwischen den beiden rückwärtigen Lautsprecherboxen des zweiten Soundkreises. Das möchte ich in dieser Folge machen. Und dann habt ihr gesehen, hier ganz viele Inlays, so gesehen, die den Tisch von oben zumachen. Und die nehmen natürlich super viel Platz weg. Die müssen natürlich auch irgendwo deponiert werden, wenn man sie nicht braucht. Und da möchte ich jetzt hier in diesem Seitenbereich zwei Racks bauen, ein kleines Rack und ein großes Rack, weil in dem großen Rack auch hier die beiden herausnehmbaren Rück- und Seitenwände mit untergebracht werden sollen. Ja, ich bin da ein bisschen begrenzt vom Platz her. Das ist dann auch in der 11. Bonusfolge. Ich schwenke mal ganz kurz nach oben. Hier oben ist eine entsprechende Schiene schon an der Wand angebracht mit einem Abstand zur Wand von 15 cm. Hier später an der Wand läuft dann ein Vorhang vorlang. Und dazwischen habe ich jetzt hier einen Abstand von 15 cm. Und in diesem Bereich möchte ich jetzt Sachen deponieren, die dann entsprechend hinterm Vorhang verschwinden. Und da habe ich überlegt, einmal baue ich einen großen Rack hier, wo denn die Seitenteile entsprechend die Länge vorgeben. Tiefe sind dann 15 abzüglich Rand, also habe ich nachher einen Stauraum von rund 12, 13 Zentimetern innerhalb des Bereiches. Die Platten haben eine Stärke von 18 mm, also kann ich bis zu 6 Platten aufeinander stapeln, hochkant dann, so wie hier. Hier sind jetzt die Teile mit dem entsprechenden Abschluss. Da können dann jetzt noch jeweils 4 dazu. Dann sind das hier 4 und 4, sind 8 Platten. Dann haben wir hier nochmal Platz für eine Platte bzw. 2 Platten vor den entsprechenden Seitenteilen. Dann sind wir bei 8, 9, 10, 11 Platten kann ich unterbringen. Ich habe pro Tisch 5 Platten im Einsatz plus die hier schmale Verbindungsplatte und die beiden entsprechend herausnehmbaren Teile. Also ausreichend Platz, um alle 10 Platten vernünftig unterzubringen. Da baue ich mir jetzt mal was und lackiere das auch nachher entsprechend einmal schwarz an, beziehungsweise ich kombiniere vielleicht, den einen mache ich rot, weil der im roten Bereich steht, den anderen mache ich schwarz. Da schaue ich mal, wie ich das genau mache. Und damit würde ich jetzt auch anfangen. Das gucken wir uns jetzt mal an. Ich werde da mal auch wieder aus den USB-Platten, die jetzt auch hier in der Wand sind, mir ein paar Reste zusammensuchen, schönen Korpus drunter setzen, dass es unten vernünftig feststeht. Auch wieder mit den Filzgleitern, da habe ich noch ein paar über. Die können dann nachher unter den die entsprechenden Racks. Und dann von innen wird auch entsprechend dann mit Filz gearbeitet, damit hier keine Stoßkanten entstehen. Ja, damit fange ich jetzt an. Und das gucken wir uns jetzt mal an, wie das Ganze entsteht. Und wir sehen uns bis später. Ja, noch liegen die Platten hier auf dem Tisch, beziehungsweise im Tisch. Aber bald haben die ihren eigenen Platz.
Und das erste Teil ist soweit fertig. Also ich muss noch ein bisschen was machen. Ganz einfach gemacht. Unten eine Oberfläche. Da kommen dann die Filzgleiter drunter. Ich mache jetzt zwei aufeinander, dass die 1 cm hoch sind. Dann kommt es besser mit der hinteren Kante an. Und dann steht das nicht so nach vorne, dass es irgendwie überkippen kann. Dann entsprechend ein paar Latten dran, ein bisschen abgerundet. Hier muss noch ein Stück rausgeschnitten werden, dass das da genau hinterpasst. Das werde ich gleich nochmal anpassen. Und dann baue ich das zweite ein bisschen schmaler hier neben, bis fast an die Steckdosen ran. Hier in diesem Bereich 2 Geräte, die nachher hinter den Vorhängen stehen. Werden natürlich nachher auch einmal lackiert in Schwarz, beziehungsweise ich denke mal hier in Rot, weil das kommt relativ gut hin mit dem Übergang. Weil das jetzt dann noch ein bisschen verschoben wird, dann steht das da entsprechend drin. Ja, so viel vorab. Ich mache gleich nochmal den zweiten fertig, dann wird alles angestrichen und dann gucken wir uns das fertige Resultat einmal an. Wir sehen uns, bis gleich. Ja, ich komme voran. Hier einmal die Einkerbung, dass die ja jetzt genau an der Wand stehen kann. Unten ist auch genug Platz noch für den Ausgang vom Lautsprecher, vom Subwoofer. Dann Nummer 2 ist jetzt auch fertig. Und das kommt hier auch ziemlich genau hin. Bis zur Kante oben, wo später der schwarze Vorhang aufhören wird. Steckdosen sind auch frei. Alles wie gemacht. Jetzt werde ich entsprechend die beiden in der entsprechenden Wandfarbe nochmal streichen. Den ersten in Weinrot und den zweiten in Tiefschwarz. Das schauen wir uns dann gleich nochmal an. Und dann sind wir mit dem ersten Teil dieser Folge soweit durch. Dann gucken wir uns gleich mit der zweiten Hälfte die Wandhalterung hier für die beiden Spielbretter an. Okay, wir sehen uns. Bis gleich. Ja, schauen wir uns einmal an, wie das Ganze aussieht. Fertig gestrichen. Einmal das hier vorne, das Teil, das Rack, so gesehen der Ständer in Weinrot und der etwas größere in Tiefschwarz, hier mit den Auskerbungen an der Wandseite. Das ist jetzt hier die Frontansicht, alles soweit gestrichen. Die werde ich jetzt entsprechend gleich einmal postieren, die Filzgleiter noch drunter kleben. Und dann werde ich sie einmal voll bestücken und das gucken wir uns dann gleich noch einmal an. Und dann sind wir im ersten Teil dieses Videos soweit durch. Und dann gucken wir uns gleich im zweiten Teil noch mal die Wandhalterung für die großen Brettspielbretter, Karom und gegebenenfalls Croquignol an. Okay, wir sehen uns. Bis gleich. Ja, wie ihr seht, alle Elemente, alle Tischplatten, die oben eingelegt werden, die Einlegeplatten, alle sind verschwunden und sie stehen nicht mehr hier an der Seite. Sie haben jetzt einen festen Platz in diesem Raum bekommen. Ich habe sie jetzt mal so weit gestapelt. Das gucken wir uns jetzt einmal ganz kurz an. Ist final schon fertig und muss noch ein paar Feinheiten machen. Hier sind einmal die beiden Racks, die wir gerade gesehen haben. Man sieht fast gar nichts mehr von denen, nur nach vorne und die Seitenteile. Später sieht man sie gar nicht mehr, weil das sehen wir ja nachher in der so gesehen nachträglichen Bonusfolge 11, wenn hier die Vorhänge davor hängen, dann ist alles schön verdeckt, verschwunden hinter den Vorhängen. Ja, hier im ersten Rack, da habe ich jetzt hier die größeren Platten und dahinter entsprechend die Balken, die dann den Tisch wieder zumachen, wenn ich aus 2 Tischen oder aus einem Tisch wieder 2 mache. Und alle anderen Elemente habe ich jetzt hier postiert. Ich konnte hier immer 1, 2, 3, 4, 5 so gesehen hintereinander stapeln mit den beiden Eckteilen. Einmal die großen, hier die kleinen und das große Teil von dem vom kleinen Tisch und das ganz kleine Teil. Und unten irgendwo drin ist der Verbinder, weiß nicht, ob man den sehen kann. Der ist da unten irgendwo drin, den habe ich da postiert. Was jetzt hier noch gemacht werden muss, es gibt hier nachher nochmal mit einem Gurt eine Sicherung nach vorne, eine Überkippsicherung und an der Wand kommt hier nochmal ein Sicherungshaken von unten dran, dass das Ding nicht nach vorne kippen kann. Das steht sowieso ein bisschen nach hinten, daher dürfte da eigentlich nichts passieren, aber nur als Sicherung hier genau dasselbe nochmal. Da kommt auch nochmal eine Sicherung nach hinten, wo man das dann nachher draufhaken kann. Ja, so viel dazu. Jetzt gucken wir uns im zweiten Teil dieser Folge einmal
an, wie ich diese hier an die Wand bringe. Das ist eigentlich ganz einfach gemacht. Zwei Wandhalterungen, eine kommt hier hin, eine von oben. Unten wird es eingehakt, oben wird das nachher draufgesteckt, hier in diesem Bereich. Das zeige ich euch dann mal. Da hatte ich ja bei den Tischen genau dasselbe Prinzip mit den Verbindungsteilen. Da habe ich noch ein paar über. Da werde ich mal eins bauen, was man dann entsprechend aufhaken kann und das Ding dann entsprechend sichern kann. Dann schon mal vorab. Es gibt noch mal eine Bonusfolge exotische Brettspiele zum Caron-Brettspiel. Das trage ich nach, sobald ich hier für den kleineren Brettspieltisch hier noch einen Einsatz gebaut habe, wo ich dieses Element dann hier einfach nur reinlegen kann in Kombination mit den entsprechenden Platten. Da werden dann nur die mittleren Platten rausgenommen. Das noch ein bisschen angepasst. Ich habe noch ein paar Reste. Und so kann man dann entsprechend diesen Tisch umfunktionieren als Caron-Brettspieltisch. Dasselbe mache ich vielleicht nachher auch mit dem Brett von Crokinole. Das sehen wir aber dann auch nochmal in irgendwelchen Extra-Folgen, wenn es um Erweiterungen nochmal für die Brettspieltische geht. So viel vorab. Wir sehen uns gleich nochmal. Bis gleich. Ja, dann machen wir mal weiter mit dem zweiten Teil dieser Bonusfolge. Eine Wandhalterung für das Caron-Brett, damit das nachher hier wie ein Wandbild sich an der Wand befindet. Und es soll ja später hier zwischen die beiden rückwärtigen Lautsprecher des Soundkreises 2 angebracht werden. Ja, ich werde dann wieder hier mit diesen Teilen arbeiten, die ich auch hier im Tisch verbaut habe. Eins davon kommt an der Wand und das andere wird entsprechend in so einem Holzblock verarbeitet und wird dann nachher hier entsprechend draufgeschoben. Ich habe hier schon mal das Ganze ein bisschen ausgemessen, dass ich hier im Hintergrund einen stabilen Balken habe. Der läuft hier in diesem Bereich, läuft ein Balken quer in der Wand ran, damit die untere Haltung ausreichend Stabilität hat. Und dann oben, wo das Caron-Brett aufhört, wird dann als Sicherung das nachher entsprechend an der Wand befestigt, dieses Teil. Und dann wird das andere mit dem Holzblock drüber geschoben, über die Kante des Caron-Bretts weg. So kann ich das dann hier entsprechend an der Wand sichern. Das Ganze wird dann mit Filzgleitern noch bestückt, dass das Ganze dann nicht vibriert und dass da keine Schrammen an der Wand noch am Caron-Brett entstehen. Ja, was ist noch passiert? Hier ist die Ladungssicherung jetzt angebracht. So ein paar Gummiseile. Die sind jetzt entsprechend nach vorne. Jetzt kann hier nach vorne nichts kippen. Das Ding ist hinten an der Wand jetzt geschraubt. Ich habe jetzt nicht mit Haken gearbeitet. Einfach nur dieses Gegenbrett ist an der Wand befestigt. Und im Hintergrund sind überall kleine Filzgleiter. Oben und auch unten, damit die Sachen entsprechend keine Schrammen bekommen und auch keine Vibrationen verursachen. Ja, so viel dazu. Wie gesagt, ich werde jetzt das Caron-Brett noch ein bisschen aufpushen. Da kommen jetzt auch noch mal so ein paar Filzgleiter im rückwärtigen Bereich an den Rahmen. So ein paar werde ich da mal anbringen. Ich will mal gucken, wie gerade das ist. Und dann kann das entsprechend so gesehen. Gibt nachher die Stärke vor, die Holzhaken später haben müssen, wo das dann einfach nur draufgesteckt wird. Ja, so viel für jetzt. Ich mache mich mal ran, baue hier mal so wieder ein bisschen um, dass ich das Caron-Brett hier oben drauflegen kann, um es mal genau auszumessen. All das mache ich jetzt und wir sehen uns bis gleich. Ja, Wandhalterungen, ganz viele Wandhalterungen. Ich habe ein paar mehr gemacht, weil ich noch ein paar andere Sachen nachher aufhängen will. Aber vor allem natürlich das Caron-Spielbrett. Was habe ich zuerst gemacht? Ich habe jetzt erstmal hier so gesehen so eine Fuge eingefräst bzw. eingeschnitten mit der Tischkreissäge. 15 mm tief und 55 mm brauche ich hier inklusive der Filzgleiter, dass das nachher genau passt. Gucken wir uns gleich nochmal an. Jetzt, damit es natürlich nachher auch an der Wand hübsch aussieht, nochmal ein 45 Grad Schnitt hier entlang und dann kommt das nachher so an die Wand. Also wenn das jetzt die Wand ist, hängt das so an die Wand, dann kann das hier unten entsprechend draufgestellt werden. Und dann brauchen wir oben natürlich noch eine Einkerbung, damit dieses hier nachher
versteckt an der Wand sitzt. Da habe ich hier wieder meine Apparatur aufgebaut, die wir auch bei den Tischen gebraucht haben. Hier entsprechend vorne für den Bündigfräser ein entsprechendes Loch. Dieses kann hier entsprechend jetzt so eingeführt werden, dass das nachher hier so fest da vorsitzt. Kannst du mal reintun. So davor, und dann kann ich mit dem Bündigfräser bei der entsprechenden Tiefe das genau ausfräsen. Und da habe ich jetzt hier die etwas besseren Klötze, die kommen dann beim Karom-Brettspiel. Und dann kann jetzt hier die Halterung entsprechend drin verschwinden. Und es muss natürlich noch ausreichend Platz sein, dass wir später auch beim an der Wand hier noch die Filzleiter an diesem Block befestigen können, weil dieser Block ja nachher von oben drauf gesteckt wird und auch entfernt werden soll. So sitzt er ja nachher an der Wand oben drauf, kann nach oben rausgeschoben werden. Und nur dieses eine kleine Teil sitzt nachher fest an der Wand und der Rest wird einfach nur drauf gesteckt. All das machen wir jetzt als nächstes, was ich aber noch als erstes machen werde. Alle Blöcke soweit abrunden, die werden nachher eingeölt, diese werden schwarz lackiert, die kommen an einer anderen Stelle an die Wand. Das gucken wir uns natürlich auch nochmal an, ich weiß nicht, ob ich das diese Folge noch schaffe, aber ansonsten sehen wir uns dann in einer der nächsten Bonusfolgen. Ich mache natürlich jetzt als erstes hier das Karom-Brett soweit fertig und da gehen wir jetzt nochmal kurz mit einem der Blöcke hier wieder ins Zimmer, gucken einmal, ob das von der Höhe her passt. Das Karombrett hier entsprechend aufgetischt, habe von unten auch noch mal die Filzgleiter hier drunter gepackt. Wir gehen mal auf die andere Seite. So wird das ja nachher eingeklemmt, das sitzt nachher an der Wand und dann wird das hier entsprechend drüber geschoben und wie ihr hier seht, die Filzgleiter passen hier ohne Probleme drunter. Die werden ja nachher hier am Block festgeklebt, sodass da auch keine Kratzer entstehen können. Ja, so viel zur Schneiderei. Jetzt runde ich das Ganze noch ein bisschen ab, schleife das noch ein bisschen ab, dann wird das ganze Ding eingeölt und dann kommt das da an der Wand an der entsprechenden Stelle. Und das gucken wir uns gleich nochmal zum Ende der Folge an, wenn alles fertig ist. Wir sehen uns, bis gleich. Ja, kommen wir zum Ende dieser 12. so gesehen vorgezogenen Bonusfolge, da die 11. noch in Bearbeitung ist. Und schauen uns einmal an, wie das Ganze jetzt aussieht. Und zwar ist hier einmal eine der Wandhalterungen, worauf das Ganze lastet, mit zwei festen Schrauben. Ich werde da vielleicht nachher nochmal was drüber kleben, die hier entsprechend quer durch die Wand gehen. Hier im Hintergrund sitzt natürlich auch ein dicker Trägerbalken, Querbalken, an dem das Ganze befestigt ist, weil ja doch eine gewisse Last auf der Halterung lastet. Jetzt gehen wir mal ein bisschen weiter weg. Man kann sehen, es hält sogar ohne die Verriegelung im oberen Bereich. Den stecken wir da nochmal gemeinsam drauf. Hier ist noch einmal so gesehen das Pendant für die Oberkante. Das kommt dann gleich einmal so, wird das drauf gesteckt, hinten entsprechend Platz gelassen. Oben befindet sich jetzt entsprechend die Halterung an der Wand und da können wir jetzt das Ganze entsprechend so draufschieben und dann so weit runter, dass der entsprechend jetzt fest das Ganze entsprechend arretiert und verriegelt. So kann nichts passieren. Das Ding kann nicht runterfallen und es wird auch nicht beschädigt. Ja, so viel zur Wandhalterung des Karom-Brettes. Jetzt gucken wir nochmal hier unten in die andere Ecke. Das untere hatten wir ja schon gesehen. Das ist alles so geblieben, wie wir es schon gesehen haben. Jetzt gehe ich nochmal rückwärts. Ich hatte jetzt ja noch ein paar mehr von diesen Wandhalterungen. Und da habe ich jetzt hier drüber, später hinter den Vorhängen, noch zwei dieser Wandhalterungen angebracht, die ich schwarz lackiert habe. Einmal hier und einmal oben. Und darauf habe ich jetzt alle meine Neopren-Spielmatten, die jetzt nicht im Einsatz sind, in ihren Taschen deponiert. Zwei, das sind noch die beiden großen, die dann nachher oben auf dem Tisch kommen. Und hier drin sind noch andere Neopren-Spielmatten in entsprechenden Hüllen, sodass da dann auch nichts kaputt geht. Die habe ich hier nochmal gesichert mit so einem Haltegummi, so wie wir es auch hier unten haben, um das Ganze hier in der Mitte auch ein bisschen zu entlasten. Dasselbe auch natürlich nochmal
oben. Ja, so viel dafür. Ich schaue nochmal. Wir haben jetzt ja immer noch ein Brett, das Krokinol-Spirilbrett. Da schaue ich nochmal, ob ich da noch einen Platz finde. Eventuell hinterm Vorhang. Nachher hier in diesem Bereich neben die Taschen. Da ist nämlich noch Platz, beziehungsweise vielleicht auch hier in diesem Bereich, wo die Schalter sind. Das gucke ich mir an, wenn nachher die Vorhänge da sind, wo ich das Krokinol-Spielbrett platzieren werde. Ja, die Folge mit den Vorhängen, die kommt jetzt auch demnächst, sobald die Vorhänge fertig sind. Dann sehen wir auch noch einmal hier die Montage der entsprechenden Schienen. All das in Folge 11, die ich euch noch nachreichen werde. Ja, wie geht's jetzt weiter? Das meiste haben wir jetzt ja geschafft. Und wir sind wieder, oder ich habe mir wieder ein paar Ideen überlegt, und zwar das Karom-Spielbrett. Ich hatte erst überlegt, ich baue dafür einen eigenen Tisch, aber jetzt aufgrund der Maße passt das hier recht gut in den kleineren der Brettspieltische hinein. Da werde ich jetzt hier einen Rahmen bauen im mittleren Bereich. Das Karom-Brettspielbrett bekommt 4 kleine Füße, die das Ganze nach unten absichern. Das muss ich jetzt noch einmal genau ausrichten. All das, das mache ich, schiebe ich nochmal nach, in so gesehen in der ersten Bonusfolge zur Erstellung der Brettspieltische. Da gibt es dann so gesehen die Integration, die modulare Integration des Karom-Brettes für eine One-in-One-Partie, also einer gegen eins. Man kann das auch wohl zu viert spielen, aber ich werde jetzt erstmal auf 1 gegen 1 hier auslegen, weil das ist so meistens die gängige Variante dieses Spieles. Dazu gibt es natürlich auch nochmal ein extra Video, exotische Brettspiele, Karom-Brettspiel. Da werde ich nochmal so ein bisschen auf die Regeln eingehen, wie das Ganze gespielt wird. Ist ja doch so ein bisschen ein Schnippspiel, so, auch so ähnlich wie bei Krokinol, nur dass wir da natürlich auch wie beim Billard 4 Taschen haben in den Ecken, wo dann die Spielsteine, die sich nachher hier in der Mitte befinden werden, entsprechend reingespielt werden muss. Und jeder hat natürlich hier so eine Art Schusslinie, wo dann der eigene Spielstein, der Schnippstein, draufgelegt wird. Aber all das sehen wir nochmal in einer Extra-Folge zur Serie, die ich dann endlich fortsetzen kann, zu den exotischen Brettspielen. Dazu demnächst auch mehr, vielleicht auch schon in Kürze. Ich denke mal, wenn wir hier die Tischhalterung und das Tischeinbauset fertig haben, für das Karom-Spielbrett. Okay, so viel für heute, so viel für jetzt. Wir sehen uns demnächst mit weiteren Folgen auf meinem Kanal, dem Kanal von Mr. Fless, von Mr. Fless Design. Bis dann. Tschüss und auf Wiedersehen. Wünscht euch euer Mr. Fless. Bye, bye.